Zunächst leisten jene Ratsmitglieder, die sich für den Eid entschieden haben, den Eid. Le Conseil procède tout d'abord à la sermentation des membres qui prêtent serment. Ich ersuche die Ratsmitglieder und die Besucher auf den Tribünen, sich zu erheben. Les membres du Conseil ainsi que les visiteurs sur les tribunes sont priés de se lever. Ich bitte den Generalsekretär, die Eidesformel in den Landessprachen zu verlesen. Ich schwöre vor Gott, dem Allmächtigen, die Verfassung und die Gesetze zu beachten und die Pflichten meines Amtes gewissenhaft zu erfüllen. Je jure devant Dieu Tout-Puissant d'observer la Constitution et les lois et de remplir en conscience les devoirs de ma charge. Giuro dinanzi a Dio Omnipotente di osservare la Costituzione e le leggi e di adempiere coscienziosamente gli obblighi inerenti al mio mandato. Jau engir davant Jau il Tutpuissant d'observar la Constitution e las leggi e d'antemplir conscienziosamente tut las obligations da mes uffici. Ich bitte die Ratsmitglieder, die den Eid leisten, drei Finger der rechten Hand zu erheben und miteinander und jedes in seiner Muttersprache mir die Worte nachzusprechen. Ich schwöre es. Ich schwöre es. Jetzt legen die Ratsmitglieder, die sich für das Gelübde entschieden haben, das Gelübde ab. Ich bitte den Generalsekretär, die geübte Formel in den Landessprachen zu verlesen. Ich gelobe, die Verfassung und die Gesetze zu beachten und die Pflichten meines Amtes gewissenhaft zu erfüllen. Je promets d'observer la Constitution et les lois et de remplir en conscience les devoirs de ma charge. Prometto di osservare la Costituzione e le leggi e di adempiere coscienziosamente gli obblighi al mio mandato. Jau impermet d'observar la Constitution e las leggi e d'adempir coscienziosamente tut las obligations da mes uffici. Ich bitte die Ratsmitglieder, die das Gelübde ablegen, miteinander und jedes in seiner Muttersprache mir die Worte nachzusprechen. Ich gelobe es. Ich gelobe es. Damit ist die Vereidigung beendet. Der Rat kann somit gültig verhandeln.